Jeder zweite Schweizer ist bereit, auf sein eigenes Auto zu verzichten. Die Comparis-Umfrage, die wir durchgeführt haben, die zeigt, dass Carsharing in der Schweiz extrem populär ist. 20% der Bevölkerung nutzen die Angebote und in den Städten sind es noch mehr. Es zeigt sich, dass die Leute eine bewusste Nutzung der Mobilität suchen und darum sich für Carsharing-Dienst entscheiden. Der Umweltschutzgedanke in dem Sinn, der spielt eine untergeordnete Rolle, ist aber trotzdem indirekt immer dabei. Früher war der Führerschein eine Art Statussymbol und man hat ihn auch gebraucht. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und jeder zweite Städter sagt sogar, er könnte sich gut vorstellen, auf den Führerschein völlig zu verzichten.